Gerade ging es um Watch Dogs und jetzt um Super Mario. Nintendo ewig letzter? Die Wii U hat schon enttäuscht als Next-Gen-Konsole und neue Spiele sind auch irgendwie Mangelware. Doch hey, jetzt soll ein komplett neues Game rauskommen. Wer allerdings einen neuen Franchise erwartet, wird enttäuscht. Es soll Tatsache ein neues Super Mario geben. Viel ist noch nicht bekannt. Zum Beispiel weiß man noch nicht, für welche Nintendo-Plattform das Game kommen soll. Auch nicht, ob es 2D oder 3D sein wird. Was wir wissen, es soll an seine Vorgänger anknüpfen, aber natürlich mit vielen neuen Sachen und Erfindungen. Wir haben immer noch viele neue Ideen für kreative Spielmechaniken in der Hinterhand, sagt ein Nintendo-Produzent, den ich nicht mal versuchen werde auszusprechen. Ein neues Super Mario also. Blöd nur, dass wir davon kaum was zu sehen bekommen werden. Nintendo bannt ja gerne Sachen von YouTube. Diese keine kostenlose Werbungsstrategie scheint wirklich gut für den Publisher zu funktionieren, oder?